Was geht ab, Leute? Nerdalert Games hier und wir spielen heute eines der schwersten Spiele überhaupt, nämlich Dark Souls 2. Der erste Teil mit der Prepare to Die Edition habe ich ein bisschen gespielt und ich muss ehrlich sagen, das war wirklich die Hölle und ich erwarte von Dark Souls 2 ehrlich gesagt nichts anderes. Steigen wir ein! Hell fucking yeah! Die Server dürften eigentlich mittlerweile wieder hoch sein. Ich habe gesehen, dass die vom 12. und 13. nicht erreichbar waren. Aber egal. Perhaps you've seen it. Maybe in a dream. A murky, forgotten land. Souls may mend your ailing mind. You will lose everything once branded the symbol of the curse, an augur of darkness. Your past, your future, your very light. None will have meaning, and you won't even care. By then, you'll be something other than human. A thing that feeds on souls, a hollow. Long ago, in a walled-off land far to the north, a great king built a great kingdom. I believe they called it Dranglake. Perhaps you're familiar. No, how could you be? But one day, you will stand before its decrepit gate without really knowing why. To a flame. Your wings will burn in anguish. Time after time. For that is your fate. The fate of the cursed.
Wow. Das Intro gibt mir wirklich jedes Mal eine Gänsehaut. Und wir sind im Dazwischen. Rennen wir hoch. Hoch, hoch, hoch. Und ihr habt es natürlich schon gesehen, hier oben in der Ecke ist der Death Count. Wir werden alle Tode zählen. Jeden einzelnen, egal wie epic, egal wie dumm der war. Alle werden gezählt. Rennen, rennen, rennen. Haus, 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 Haus. Hell yeah. What seems to be the ruckus? Oh my, your face. The face of the curse. It's an undead. An undead has come to play. They all end up here. All the ones like you. You spoke to that kind old dear, didn't you? You're finished. You'll go hollow. Yes, you'll become one of them. Hollows prey upon men, feast upon their souls. This is the fate of the cursed. What is your name? Okay, wie ist mein Name? Hoffentlich kann ich den noch schreiben. Ich hoffe, ich kann den noch mal eingeben. Ness ist gut. Ein C ist noch besser. Ja. Und noch ein N. Oh yeah. Sebastian. Okay. Sebastian. Fuck yeah. At least you know your own name. Here's your reward for sharing. It's a human effigy. Take a closer look. Who do you think it's supposed to be? Think back, deep into your past. Yes, it's an effigy of you. Ja, schon ziemlich schlau gemacht. Ja, guck dir dieses Ding an, das ist garantiert irgendwie, was wie du aussieht. Und du stehst da nur so und denkst dir, fuck, garantiert nicht. Aber ich weiß, welche Klasse ich spielen will. Nämlich den Krieger. Ich habe hin und her überlegt und dachte, ich spiele den Kleriker. Aber der kann nicht diese, kann er später auf jeden Fall, aber der kann anfangs halt nicht diese riesigen, badassigen Waffen halt benutzen, sondern der hat nur so ein kleines, knüppeliges Ding in der Hand. Ansonsten ist er eigentlich ziemlich cool für Anfänger, der kann sich heilen und so ein Mist, aber ich war schon immer irgendwie der Krieger. Egal in welchem Spiel. Und hier nehmen wir das versteinerte Etwas. Ich will gar nicht so viel am Körper und so rumfummeln. Der kriegt einen, ja, ich finde, der sollte schon ein bisschen breiter sein. Das sieht wirklich so unförmig aus. Der bleibt, glaube ich, mal normal. Schon ein bisschen Muskeln, die sehen wir eh nicht. Aussehen. Frisur können wir so lassen. Ein wunderschönes Milchbubi-Gesicht. Ich könnte echt Stunden damit verbringen, nur sein Gesicht zu modellieren. So viel ist sicher. Wie gesagt, ich will da gar nicht so viel ändern. Die Haarfarbe kann bleiben. Das kann eigentlich alles bleiben. Aber wir können mal auf... Obwohl, nee. Wenn wir auf zufällig gehen, dann gefällt mir das wieder 5 Millionen Mal nicht. Aber ich mache einfach mal. Zufällig. Oh, wir dürfen wählen aus ein paar Sachen. Ja, bin ich mal gespannt. Das müssen wir mal kurz laden lassen. Ey, sorry. Schon in... Der ist ja richtig hart. Schon in Dark Souls im ersten Teil sahen die Gesichter einfach nur zum Kotzen aus. Deshalb lasse ich das Gesicht einfach so. Das ist hart. Das ist hart. Das ist echt hart.
Nee, das lassen wir so. Ich fummel da ehrlich gesagt nicht dran rum. Die Augenfarbe machen wir noch blau. Oh shit, so weiße Augen, das ist auch schon nicht schlecht. So richtig klare. Ich glaube, der hat gerade türkise Augen oder sowas. Die sollten schon ein bisschen blau sein. Aber egal, welche Farbe wir in so einem Charakter geben, die Farben stechen immer so derbe heraus. Das ist so krass. Ich lass das, wie es ist. Ehrlich. So, nochmal in die erweiterten Einstellungen gucken. Gesamterscheinung. Wir machen den Typen vielleicht ein bisschen älter, auch wenn das kaum auffällt. Great. Wie sich sein Gesicht so auseinanderzieht. Da muss auch nicht sein. Der ist schon voll auf maskulin getrimmt, sieht aber immer noch feminin aus. Was passiert, wenn ich das komplett hochdrehe? Oh mein Gott. Alles klar. Alles klar. Ah, ich kann mir den durchaus so vorstellen. Das ist ganz okay. Ich will mal gucken, wie das sich ausprägt, wenn das stark ist. Boah! Okay. Bisschen eingedrückt. Alter, man kann echte Missgestalten hier machen. Farbgewichtung. Ja, Hautfarbe ist okay. Ich fummel da nicht weiter rum, das ist schon okay. Das wird unser Held! Der muskulöse Milchbubi. Das hätte ich mich eigentlich auch nennen können. wir sind ein Krieger. Die Gabe ist das versteinerte Etwas. Ich bin damit super zufrieden. Wir können eigentlich super gut loslegen. Das sollte so passen. Krieger, Gabe, versteinertes Etwas. Erstellung abschließen. Go, go, go. People come here for the same reason, to break the curse. You're no different, I should think. Doesn't stand a chance. Well, you never know. Through the door and trot along to the kingdom. But remember, hold on to your souls. They're all that keep you from going home. Oh, I'll fool you no longer. You'll lose your souls. All of them. Over and over again. Wo sie recht hat, hat sie recht. Ganz im Ernst, wir werden unsere Seelen immer und immer und immer wieder verlieren. Hundertprozentig. Anders geht's auch ehrlich gesagt gar nicht. Okay, wir checken die Treppen hoch. Gucken, ob da was ist. Eine Kiste. Das wäre lustig, wenn da am Anfang schon so ein Viech drin wäre. Plöpp, dort. Okay. Habe ich das Ding jetzt aus der Kiste genommen? Ich bin total verwirrt heute. Habe ich aber. Ja. Go, go, go. Das erste Lagerfeuer, beziehungsweise Leuchtfeuer oder wie auch immer. Hier können wir rasten, etc. Komm schon, das können wir aufheben. Seele eines verlorenen Untoten und eine Fackel. Ich würde sagen, wir schreiten da hinten durch den Nebel. Früher ist er wirklich durch den Nebel geschritten und dann war der Nebel da, glaube ich, noch. Aber jetzt verschwindet der Nebel einfach. Rechte Waffe für zweithändig führen. Das ist okay.